Vincent Trummer hat es hinter sich in Schwarz-Weiß, Hashtag steirischer Weg, und spielt ab sofort für den SV Lafnitz. Der hochveranlagte Linksverteidiger, der laut Andreas Schicker vor seiner schweren Kreuzbandverletzung auf einer Linie mit Amadou Tante um den linken Außenverteidigerposten bei Sturm Graz rittern hätte sollen, wird es jetzt tatsächlich über die zweite Liga probieren, weil ihm ein körperlich sehr starker und sonst durchaus limitierter anderer Liga-Außenverteidiger vor die Nase gesetzt wurde, der nicht in der Steiermark geboren ist. Was sagst du dazu? Naja, in Lafnitz hat man es geschafft, einen Spieler abzugeben, der sehr gut ist, nämlich mit Manuel Pfeiffer, der jetzt bei Hartberg ist. Und man hat es aber im Endeffekt schaffen können, diesen Spieler mit einem besseren Spieler zu ersetzen. Vincent Trummer ist, wenn er verletzungsfrei bleibt, vielleicht einer der interessantesten Linksverteidiger. Er hat natürlich jetzt eine lange Leidenszeit hinter sich. Ich kann nicht sagen, wie stabil alles ist. Hast du ihn gesehen nach dem... Ja, nein, ich habe ihn schon hier und da gesehen. Aber vor allem für seine Zeit vor den großen Verletzungen war er einfach richtig gut. Und er wäre auch dieser Spieler, davon wäre ich überzeugt, der bei Sturm eine Chance bekommen hätte, obwohl die eigene Jugend nicht wirklich bevorzugt wird.